Wir zum Spass in der Halle gegangen, haben mit diesen kleinen Bobbycars angefangen, zum Spass. Nachher sind wir immer wieder dort gegangen, hat uns der Mann, der dort arbeitet, aufgenommen. Haben wir das erste Mal so ein richtiges Rennen gemacht. Und dann hat es so richtig angefangen, Saison machen. Weil am Anfang habe ich eigentlich gar nicht von Go-Kart gewusst. Doch, die Shooter habe ich eigentlich am Anfang gemacht, aber dann bin ich in die Halle gegangen und dann habe ich dort angefangen. Es war erstaunlich, ich habe mich gefreut. Es war ein Moment, den ich eigentlich nicht so beschreiben kann. Es war einfach schön, so einen Pokal hochzuheben für mein erstes Rennen. Also hast du deinen ersten Rennen Pokal gehabt? Mhm. Und mit Unfall, Finger gebrochen, Hand kaputt gehabt. Ich habe mich einfach gefreut. Ich habe mich noch nie so gefreut wie das erste Rennen, das ich hatte. Er war der beste Mensch, den ich bis jetzt hatte. Schon anstrengend, er sagt schon klar und deutlich, was wir machen müssen. Aber wenn man schnell ist und das macht, was er sagt, dann ist er zufrieden, ist glücklich und alles. Und der Pilot dann auch. Weil mit dem Max verstand ich mich halt so gut. Ja. Vor dem Start kam nur die besten Piloten können sich etwas überlegen, aber meistens ist es bei mir so, dass ich mega nervös bin. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Weil jeder will gewinnen, das ist das Ziel. Und man ist dann einfach so nervös, dass man sich gar nicht überlegen kann. Du hast gesagt, nur die besten Piloten können sich etwas überlegen. Bist du ja der Beste? Doch, aber das ist schon noch schwierig. Zum Beispiel der Lewis Hamilton. Ich weiß nicht, was er macht, aber bei ihm ist es sicher auch nervös, wenn er dort beim Start ist und die Sachen macht. Ganz vieles in der Kurve immer einfahren am Scheitpunkt sein, also das gehört. Und immer am Limit sein. Das wäre für mich eine gute Runde. Wenn ich immer den Schwung mit rausnehme, wenn man immer auf den Curbs drauf geht und alles. Also mich sagt er schon, wie man die perfekte Runde fahren kann. Das kann man auch selber machen, aber man muss immer voll unterwegs sein. Weil wenn ich hinter jemandem bin, dann gebe ich so oder so viel mehr Gas, damit ich ihn überhole. Das ist immer so. Das ist, wenn man Visier zu macht, also runter, dann kennt man keinen Kollegen. Dann ist dein eigener Teamkollege dein Konkurrent. Das habe ich schon öfters erlebt, dass der Teamkollege den einen selber nicht überholen lässt. Das ist aber auch normal. Aber wenn der Trainer das sagt, dass der Beste führen geht, aber der Pilot lässt nicht auf den Chef, das ist dann einfach scheiße, finde ich. Dann überhole ich ihn gerade richtig her. Um zu zeigen, dass du auf den Chef hören solltest. Ja, da habe ich schon ein paar Kollegen. Was redet man da? Was man gefahren ist, ist eigentlich wie Spionage. Man geht immer zum anderen und schaut, was man gefahren ist. Ich finde es eigentlich dumm, weil man einfach Zeitplan holen kann.
Aber jeder geht zum anderen etwas schauen. Aber der eine, den ich kenne, der ist nicht so, der ist ganz ein Lieber. Ich probiere es einfach nicht daran zu denken, weil es ist schon noch schlimm, wenn man verliert. Aber mit Fehlern kann man auch lernen. Also es ist nicht so tragisch. Wenn es wehtut, dann probiere ich einfach nicht an diese Sachen zu denken, weil wenn ich zum Beispiel Schmerzen habe, fahre ich einfach weiter. Ich spüre die Schmerzen gar nicht, weil ich so konzentriert bin. Und beim Unfall im Wohnen, da hast du nicht mehr weiterfahren. Und das hat dir wehtut am Bein. Ja, das war schlimm, aber ich hätte schon noch weiterfahren können. Einfach das Problem war, bei meinem Auto ist der Reifen abgebrochen. Sonst hätte ich gerade weiterfahren wollen, es ist einfach nicht gegangen. Ich bin einfach wütig. Also nicht auf die anderen, weil die anderen haben keine Schuld. Einfach blöd finde ich von den Sanitätern, weil der eine hat ja einen Unfall gemacht und ich bin ihn nie gefahren. Dass sie ihn nicht gerade sofort weggenommen haben. Weil bei mir haben sie mich sofort weggenommen, alles Auto weg auf die Seite. Bei ihnen lassen sie, bis wir noch ein, zwei Runden gemacht haben, erst dann ziehen sie ihn weg. Das habe ich schon scheiße gefunden. Ja, das ist ein blödes Gefühl. Aber die Sanitäter haben gedacht, dass ich einen zu schlimmen Unfall gemacht habe oder so. Sie haben mich vieles abgefragt, das war aber nicht so. Ich habe noch alles dran. Und ja, ich habe mich vorbereitet für das nächste Rennen und wollte dort gewinnen, alles geben. Also eigentlich, theoretisch, bin ich schon Meister gsi. Dann sind die Kommissäre gsi, wir haben den Motor von denen bekommen. Dann sind die einfach gekommen, haben gesagt, dass da und da etwas falsch ist, obwohl es eigentlich nur ein ganz kleines Stück war. Genau den gleichen Fehler von letztem Jahr haben sie wieder rausgesucht. Und das hat mich so aufgeregt, weil dann haben sie, auch wenn ich disqualifiziert worden wäre, hätte ich locker Meister werden können, mit Abstand. Aber dann haben sie gesagt, nein, wir müssen dich für das letzte Rennen auch noch disqualifizieren. Aus dem Resultat. Das regt mich einfach auf, so Sachen. Und wie war das im Moment, wo du gewusst hast, jetzt habe ich verloren? Ich habe es eigentlich gar nicht gewusst, dass ich verloren habe, weil ich habe gar noch nicht gesehen, jemand hat es mir gesagt, bis ich es dann gesehen habe. Und mein Vater hat mir dann gerade in der gleichen Zeit gesagt hat. Ich bin so wütig geworden. Ich kann nicht mehr reden, kann nicht mehr schnaufen. Ich habe mir die ganze Saison so angestrengt. Und dann einfach zu verlieren, das ist scheiße. Meine Aggression. Also härter zu kämpfen und einfach zu gewinnen, mehr pushen. Danke, dass ihr mich unterstützt habt. Und ich danke mich auch an Baldo, weil er mich. Weil ohne ihn wäre ich eigentlich nie so weit gekommen. Und ja, ich hoffe, ich komme noch weiter nächstes Jahr und im ganzen Leben. Und ja, ich hoffe, ich erreiche mein Ziel.
alles hat mich verwirrt. Ich habe so viele Knöpfe gesehen, weil ich gar nicht gecheckt habe, was das sind. Und dann habe ich noch die vier Dinge dort hinein gesehen, die vier Knöpfe. Am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was das sind, bis mir jemand das gesagt hat. Ja, es hat mich einfach verwirrt. Also Formel 1 sei eigentlich ist mein Ziel, wenn das nicht geht, irgendwo mit Autosport zu fahren.